Hallo erstmal an alle euch da draußen. Toll, dass ihr mit dabei seid. Und heute habe ich ein ganz besonderes Interview und zwar mit Sabine Seibold. Ich habe mir einmal Notizen gemacht, was sie denn alles ist, weil das ist unglaublich. Einmal ist sie holistische Lebensberaterin, Theta Healerin, Coach und Mentorin. Gleich korrigiert sie mich wahrscheinlich. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, ist psychologische Beraterin und ich glaube noch tausend andere Sachen. Und ja, erstmal herzlich willkommen. Toll, dass du mit dabei bist. Und ja, das Thema, also natürlich ist es zum einen, wir haben uns jetzt letzte Woche tatsächlich das erste Mal richtig gesehen, haben uns durch ein Mentoring-Programm kennengelernt und ich habe sie mir hier gleich für Soulwohl Center gecatcht und haben bei unserem ersten Gespräch festgestellt, dass sie gerade an einem unglaublich tollen Projekt einfach teilnimmt. Und das ist der Lebensmut-Kongress und zwar zum Thema Psycho-Onkologie. Und das hat mich so unglaublich geflasht, dass ich dachte, das muss einfach in die Welt getragen werden. Andrea Heckmann hat das Ganze in die Welt gerufen. Und jetzt fangen wir einmal von vorne an. Erstmal stell dich doch einmal ganz kurz ein wenig vor. Ja, danke Katrin. Ich habe mich auch so gefreut, als wir letzte Woche in Kontakt gekommen sind, ne? Das ist so witzig, weil wir eigentlich fast die gleiche Vision haben, ne? Haben wir so festgestellt. Ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wie ich mich vorstellen soll, was ich da so mache. Bis vor kurzem habe ich noch gesagt, ich bin Juristin und Angestellte im öffentlichen Dienst. Wie wir alle ein altes Leben hatten irgendwie, ne? Genau, in meinem alten Leben war ich mal. Ja, mittlerweile hat sich einfach mein Leben komplett verändert, seitdem ich Mitte 2017 von Deutschland in die Schweiz ausgewandert bin. Und ja, mache ich Theta Healing als Coach, als Mentorin, genau. Ich bilde auch Theta Healer aus und unterrichte verschiedene Theta Healing Seminare auch. Bin psychologische Beraterin, wie du auch schon gesagt hast. Wahnsinn, was du da alles mitbringst, ja. Unglaublich. Ja, dann habe ich letztes Jahr ist die Idee aufgekommen, dass ich mit meinem eigenen YouTube-Kanal rausgekommen bin, mit den ganzen Lebensherausforderungen, die ich alles schon irgendwie von A bis Z durch habe, an Krankheit und an was alles so gewesen ist. Und ja, habe eigentlich mitbekommen, dass das, was ich hauptsächlich auch so in meiner Freiberuflichkeit mittlerweile mache, so grob zusammengefasst fast eine Art holistische Mentorin eher auch ist, wo alles zusammenfließt, weil jeder Mensch ist ja einzigartig von uns. Jeder braucht auch wirklich für Körper, Geist und Seele bestimmte Sachen. Ja. Und ich habe einfach bei mir auch mitbekommen, dass ich nur dort bin, wo ich jetzt bin, weil ich alles ins Boot geholt habe. Wirklich komplett alles. Sowohl, dass ich mit meiner Seele in Kontakt gekommen bin, als auch, dass ich meinen Körper endlich mal irgendwie wirklich bewusst ins Boot geholt habe und den ich einfach nur so, naja, der ist da halt. Und all die ganzen Ansätze, dass ich wirklich weiß, okay, wir brauchen alles, wir brauchen den gesunden Menschenverstand, wir brauchen das Herz, wir haben die Seele und alles funktioniert irgendwie miteinander zusammen und das, genau, das ist so. Total schön. Begleite. Ja, das ist ja auch genau das, was ich halt auch denke, ne? Auch mit Soulwohl letztendlich ja auch mache, mit Glück, Gesundheit, Erfolg. Es ist einfach alles eins. Wir sind halt eh alle eins insofern. Ja. Du hast eben schon einmal erwähnt und da können wir ja schon mal den Umschwung machen, weil dieser psycho-onkologische Kongress, du hast eben einmal erwähnt, du hattest auch schon eine Krankheit gehabt oder durch deine Krankheit. Und was hat das Ganze mit dem psycho-onkologischen Kongress zu tun? Was bedeutet psycho-onkologisch? Also was ist das überhaupt? Ich habe ehrlich gesagt auch erst Ahnung, was Psycho-Onkologie ist, dass es dieses Wort überhaupt gibt, seit dem Kongress. Ganz offen zu, weil ich habe, es ist jetzt schon einige Zeit her, ich habe im selben Jahr wie meine Mutter Krebs gehabt. Und das war damals für mich, das war gerade mal mein 26. Geburtstag, da war meine Mutter zu Besuch und die hat mir dann erzählt, dass bei ihr Gebärmutterhalskrebs nicht mehr auszuschließen ist und ich war so im Schock,
Ich habe gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Aber es, allein dieses Wort Krebs, als das plötzlich da war, das war so scheiße. Das war einfach richtig scheiße. Und meine Mutter saß da, war total ruhig und hat mir das alles ganz ruhig da erklärt. Also die war irgendwie auch schon, ich weiß nicht, durch damit, hat das alles für sich entschieden, im stillen Kämmerlein ausgemacht. Und ich saß da und hatte keine Ahnung, wie mir geschieht. Und es war keiner da, der irgendwie mir hätte helfen können. Also ich war in Examensvorbereitung und war voll im Stress. Und dann habe ich aber echt irgendwie alles stehen und liegen lassen und habe nur noch recherchiert. Tag und Nacht habe ich nur noch recherchiert, was ich finden konnte über Krebs, genau speziell ihren, über Krebs im Allgemeinen, über Chemotherapie, über Alternativmethoden, weil ich immer so gedacht habe, okay, Schulmedizin ist super, nur ich habe teilweise ein bisschen Angst gehabt, wenn ich da auch mitbekommen habe, was ich an Nebenwirkungen gelesen habe. Und dann habe ich einfach gedacht, ich will so gut wie möglich informiert sein. Und ich weiß das immer wieder, dass ich mir immer wieder selber Vorwürfe gemacht habe, spannenderweise. Und ich hatte Ende des Jahres dann meine eigene Diagnose. Also das ist Krebs. ziemlich knall auf Fall gegangen. Ich habe es im Sommer durch die OP durchbegleitet Also und habe hast du dir wirklich vorher später. Vorwürfe gemacht, dass deine Mama Krebs hat? Also sozusagen als Angehörige, du hast dir Vorwürfe gemacht und dann kam die Diagnose direkt dann bei dir. Ja, weil ich Wow. hatte vorher mal einen Knoten im Hals und ja, das ist dann umgeschlagen tatsächlich, Oha. womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Und dann habe ich selber dieses komische Wort gehört und als ich da beim Arzt gesessen bin, das war so, es war zum Glück eine Freundin in dem Moment da, die hat mir auch einfach nur die Hand gehalten und ich hab ab da das war auch so komisch, was dann abgegangen ist, weil der Arzt hat dann gemeint, ich soll zu dem Arzt, der hat wieder gesagt, und dann holen wir noch den mit ins Boot. Dann war ich plötzlich bei einem Chirurgen, der mir erklärt hat, wie Schnitte funktionieren und in welches Krankenhaus ich komme. Und das ging Also war alles schon gleich klar, OP, alles raus. Und magst du erzählen, was du für einen Krebs hattest? Ich hatte Schilddrüsenkrebs Oha, ja. und da wurde mir dann einfach nur, ich weiß nicht, also ich habe mich nicht richtig aufgeklärt gefühlt. Das war einfach nur, dass ich wusste, dadurch, dass meine Mutter Krebs hatte, habe ich dann ein bisschen auch rausbekommen, dass wir in der Familie sowieso Krebs hatten, meine Oma schon. Und dann habe ich einfach nur Angst gehabt. Ich habe einfach eine scheiß Angst gehabt und habe dann entschieden, weil sie hatte zwei OPs hintereinander. Bei ihr wurde erst ein Schnitt gemacht, dann ist das rausgekommen mit bösartig und dann wurde sie nochmal operiert. Und ich habe einfach gesagt, ich habe da Angst vor. Das ist, die kriegen von mir die Erlaubnis, alles zu machen, dann, was da los ist. Hauptsache, ich funktioniere danach wieder. Ich habe gar nicht so, es war einfach so, ich muss ein Staatsexamen schreiben, ich muss doch funktionieren. Dann brauchst du Dinge und weiter, ne? Also woher das kommt oder so, ist egal, sondern einfach nur raus, was machen wir? Zacken. Dann war einfach, es war niemand da, der wirklich einfach mich mal an die Hand genommen hätte. Mein Mann war völlig überfordert, damals noch mein mittlerweile Ex-Mann, aber der war völlig überfordert. Der hat mich nicht mal der hat mich, glaube ich, an einem Termin hat er mich mal ins Zentralklinikum gefahren, ist dann aber sofort weiter zur Arbeit, weil er das gar nicht gepackt hat. Wir haben auch einfach nicht drüber geredet. Das war so, ein Nachbar hat mich aus dem Krankenhaus wieder abgeholt und also es waren alle völlig überfordert irgendwie damit. Meine Mama, die ist dann noch kurz nach der OP mit da gewesen, weil die wusste zumindest, was in einem da so abgeht, Okay, ne? sozusagen. Aber von den Ärzten oder von dem Zentralklinikum, dass da irgendjemand gesagt hätte, da gibt es Begleitung für sie. Nix. Diese Begleitung letztendlich, das ist ja dieses die Psycho-Onkologie. Genau. Tatsächlich Menschen, die sich Ganz darauf spezialisiert haben, Menschen, die diese genau. Ja. Diagnose Krebs bekommen oder auch die Angehörigen einfach zu begleiten, an die Hand zu nehmen und neben, ich finde, das ist ganz wichtig, das hast du eben auch schon gesagt, die Schulmedizin auf keinen Fall aus den Augen lassen und nicht weglassen und nicht dagegen sein, sondern einfach weitere Optionen noch mit aufzuzeigen. Ist das richtig? Und das ist das, was du letztendlich auch jetzt machst. Einfach dieses Psychische auch ein bisschen dich da aufzufangen, weil dich haut es komplett aus dem Leben raus.
Ich haue es komplett raus. Und ich finde das Wort Psychoonkologie ein kleines bisschen irreführend, wenn man nur das Wort hört, weil es ist die Psyche definitiv und gleichzeitig definiere ich für mich dann aber auch einfach noch diese seelische Begleitung. Das wirklich, weil es haut einfach das komplette System von uns durcheinander und es ist wie eine Art Weckruf, meiner Meinung nach, was meine Erfahrungen mittlerweile so sind. Und wenn da nicht jemand da ist, der einen irgendwie begleiten kann, der mal erklärt, was da überhaupt abgeht, was da körperlich passiert, was mental passiert und was irgendwie auf einer seelischen Ebene da stattfindet, dann kann das fast schlimmer sein als die Erkrankung an sich. Ja, das ist ja ähnlich, wie wir vorher auch gesagt haben, das gehört irgendwie alles zusammen, wenn man nur anfängt, eine Seite sich anzugucken, zum Beispiel halt nur im Sport ist, kann auch sein, dass es nicht ungesund ist und so bei den Krankheiten, so stelle ich mir das vor. Ich habe zum Glück da sehr viel Glück gehabt, bei mir sind es andere Dinge, wo mein Körper dann streikt, aber da gehört halt einiges mit dazu, einfach dieses Rundum-Paket. Ne? Und bei diesem Kongress sind das eher, bin ich da richtig informiert, ich glaube 32 Experten komplett, die im Programm, 32 Menschen, die sich jetzt schon darum kümmern, da mit bei zu sein und den Menschen zu unterstützen. Wahnsinn. Ja. Also, ja, das Schöne ist auch, dass dadurch, dass es 32 verschiedene Experten quasi sind, also die kommen wirklich, da sind Ärzte mit dabei, da sind Homöopathen mit dabei, da sind Menschen mit dabei, die sich zum Beispiel für spezielle Nahrungsergänzung einfach dann in dem Moment, mir fällt das Wort jetzt gar nicht, aber die sich mit Nahrungsergänzung speziell für Patienten in dem Moment auch auskennen, weil ich wusste auch am Anfang nicht, was kann ich denn jetzt eigentlich noch wirklich essen. Das hat mich völlig überfordert. Und weil ich mir dann auch natürlich gedacht habe, oh Gott, ich habe früher mal geraucht, ich muss jetzt ganz extrem auf alles Mögliche aufpassen. Gute Ernährung, wie kriege ich das jetzt alles hin? Und deswegen finde ich das cool, dass da bei dem Kongress jetzt auch jemand dabei ist, der sich da auskennt. Dann gibt es Leute wie mich, die selber betroffen sind, die einfach mal über ihre Erfahrungen berichten. Dann, was ich total cool finde, ist, Krebs ist ja so ein Tabuthema. Das ist immer so, man erwähnt das Wort und sofort im Raum ist alles still. Das ist so, oder das ist so, oh, mit der müssen wir jetzt aber ganz zart umgehen. Und also das ist irgendwie... Darf ich sagen, ne? Darf ich auch bei den Angehörigen was sagen? Lieber, dann sagt man lieber gar nichts und geht lieber auf die Situation raus. Oder jeder hat irgendeinen guten Ratschlag und man kriegt dann plötzlich die Ängste um die Ohren gehauen von den anderen. Das ist, ja, und deswegen finde ich das echt total cool, dass da zum Beispiel auch jemand dabei ist, die beschäftigt sich mit dem Tabuthema Sexualität während einer Krebserkrankung. Das ist wichtig. Oder das Thema auch Sterbeprozess, den einfach mal mit zu beleuchten, weil das kann ja im Fall der Fälle auch sein, sich mal damit auseinanderzusetzen dann. Wenn es heißt, dass eventuell derjenige dann vielleicht sogar sterben könnte. Und das ist anstrengend für alle. Und deswegen finde ich das Coole an diesem bunten, gemischten Sortiment sozusagen, dass echt für jeden was dabei ist. Und was ich auch so cool finde, ist, um nochmal zu dem, weißt du, warum wir uns, glaube ich, auch so gefunden haben. Es ist ja nicht nur das Thema Krebs, wo du das brauchst. Wo du Leute brauchst, die verschieden aufgestellt sind. Es ist ja jede Art von Diagnose. Ja. Das gibt so viele Sachen, wo man einfach mal eine Diagnose kurz eben bekommt, die einem das Leben total verändert. Und dann steht man erstmal da und hat keine Ahnung. Und dafür finde ich, und da gibt es leider auch noch sehr, sehr viele Ärzte, die einen dann halt nicht auffangen, selbst wenn es gar nicht so schwierig ist. Ich glaube, wenn man dann nicht selber motiviert ist, komplett hinterherzugehen und niemand geht daraus halt so einen Weg, wie wahrscheinlich wir beide, die sagen, okay, da baue ich jetzt mein Leben drauf aus, dann wissen das einfach ja auch ganz, ganz viele. Ja, und das Coole ist, dass, weil du das jetzt auch gerade erwähnst, dass mit dem Kongress ja auch Ärzte angesprochen werden können, weil viele, die wollen ja sogar, aber die wissen es selber gar nicht. Ja. Das ist ja das Coole, das wirklich, deswegen finde ich auch das Format mit dem Online-Kongress total genial, weil sich dadurch, kann sich das alle anschauen zu verschiedensten Uhrzeiten, weil klar, nicht jeder hat zur gleichen Uhrzeit Zeit und manche
können jetzt nicht unbedingt auf Kongresse gehen, wollen nicht, haben vielleicht Angst, gesehen zu werden. Und wenn das auch Ärzte sind oder Leute sind, die selber professionell Kranke auch begleiten, was weiß ich, im Hospiz oder so, ne? Das kann ja alles Mögliche sein, dann können die sich das Ganze dann, auch einmal kurz im stillen Kämmerchen anschauen, ne? Ohne dass andere oder Kollegen das erstmal mitkriegen und dann für sich selber da was Schönes mit rausziehen. Ne? Ja. Ja, und auch für Betroffene, ne? Das ist ja doch auch eine Art Outing, wenn du plötzlich so mit der Krebsdiagnose auf der Stirn irgendwie, das möchte man ja auch nicht, ne? Ja, und ich kenne tatsächlich auch niemanden, der nicht entweder jemanden in der Familie hatte, der an Krebs entweder erkrankt ist, gestorben ist oder nicht irgendwelche Freunde, Bekannte oder selbst betroffen ist. Also ich kenne wirklich niemanden mehr, der mit diesem Thema nicht schon in Berührung gekommen ist. Tatsächlich nicht. Ja. Und auch halt mit anderen Krankheiten. Das heißt, diese das Psycho-Onkologie oder alles, was ihr macht, ihr begleitet also auch Menschen, die andere Sachen, andere Diagnosen bekommen haben. Das finde ich nämlich auch total wichtig, dass sich da jeder wirklich die Möglichkeit hat und weiß, dieser Kongress ist einfach da auch für alle. Magst du vielleicht über den Kongress einmal ein wenig erzählen, wie der aufgebaut ist, dass man einmal weiß, wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das alles ab, wann fängt das an, das Datum sagen wir aber auch nochmal, da kriegt ihr auch alle auf jeden Fall nochmal einen Link zu und vielleicht auch einmal der Kostenpunkt, weil das ist natürlich auch immer wahnsinnig wichtig, ne? Ja, absolut, absolut. Die wichtigsten Fragen gleich mal genau. Ja. 25.11. 25.11., also den auf jeden Fall schon mal notieren, 25.11. beginnt das Ganze. Genau, und der geht auch 2 Wochen bis zum 6.12. Und in der ersten Woche ist es so konzipiert, dass die ganzen Experten nacheinander mit einem Interview sich vorstellen. Und da kann man dann einfach mal so gucken, okay, wer ist denn eventuell schon mal was für mich? Ich bin in der ersten Woche auch dabei mit einem Interview. Und in der Woche drauf kommen dann Webinare. Das ist, sind dann diejenigen, die dann einfach noch sagen, okay, wir haben auch Handwerkszeug einfach, dass wir den Leuten dann teilweise sogar auch live die Webinare stattfinden, dass die Leute dann in dem Moment das auch mitmachen können, auch Fragen stellen können noch. Und das ist natürlich wunderbar dann einfach mal, weil so ein paar Kleinigkeiten, wo man dann einfach mal mitbekommt, ich kann mir selber auch zu Hause mal helfen, das ist schon eine super Hilfe. Total, gerade wenn man so einen Kongress mitmacht und gleich was mitbekommt, was man selber an, also sofort starten kann. Du musst nicht noch warten, bis du einen Termin hast, sondern du hast gleich was da und kannst gleich starten. Mega. Ja, genau. Und es ist so, dass der Kongress am Anfang, der ist natürlich kostenfrei für den ersten Teil. Vor allem, wenn die Interviews kommen in der ersten Woche, sind die Interviews für eine Zeit freigeschaltet, sodass man, wenn man das nicht ganz so von den Uhrzeiten her schafft, weil jeder hat natürlich auch Arbeitszeiten oder darf immer gucken, wie er das hinbekommt, kann er sich dann die Interviews angucken für ein gewisses Zeitfenster. Und in der Woche drauf sind dann die Webinare. Und man kann das Ganze für 99 € auch kaufen und hat es dann ein Jahr lang komplett für sich verfügbar, weil mal kurz eben knapp 32 Experten so alle zack, zack, zack. Das kann auch ganz schön anstrengend sein. Ja. Und von daher, genau, kann man dann einfach auch sagen, ich kaufe mir auch einfach ganz gemütlich das Ticket für 99 € und habe dann ein Jahr lang einfach Zugriff, wann ich das möchte und kann es mir dann angucken, ganz in Ruhe. Genau. Ja, und da kann man, wenn der Umsonstteil sozusagen, der ist für die Interviews letztendlich, ne? Oder ist der auch für die Webinare in der zweiten Woche? Also ich meine, ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine definitiv die erste Woche für die Interviews, da ist es auf jeden Fall so, dass es dann wirklich für die gewisse Zeit einfach freigeschaltet ist. Ja. Und genau. Und in der ersten Woche, wie viele Interviews sind da immer am Tag? Weil die sind ja wahrscheinlich nicht alle an einem Tag und dann laufen sie die ganze Woche, sondern immer wahrscheinlich ein wenig aufgestückelt, ne? Das ist aufgestückelt. Also man sieht das auch bei dem Link, wenn du den nachher unten hinstellst, dass es dann nach Tagen konzipiert ist. Das ist da ganz schön aufgeschlüsselt, wenn man ein bisschen runter scrollt. Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und dann sind, glaube ich, 3, 4 Leute, die dann pro Tag interviewt werden. Und da kann man dann einfach schauen, wen möchte ich mir angucken und wen schaue ich mir dann vielleicht dann einen Tag später oder ein paar Stunden später oder so an. Ja. Genau. Ich habe vorhin schon geluschert, du bist am 7. Tag mit dran.
Ja. Tag 7, genau. Total cool. Ja. Und das, am 24. November beginnt das. Am 25. Am 25. Siehst du, ich habe mir das ja aufgeschrieben. Ja, Wahnsinn. Also ich bin wirklich geflasht davon, dass es das gibt. Ich glaube, so ein Kongress hat es bisher auch noch nicht gegeben, oder? Ja, also die Andrea Heckmann, die das Ganze ja jetzt ins Leben gerufen hat, die hat auch ganz genau recherchiert, weil sie auch, in ihr ist das so gewachsen, weil das vor ein paar Jahren einfach sie selber betroffen hat mit ihrem Vater und sie sich da auch recht verloren gefühlt hat und sie hat in der Zwischenzeit tatsächlich so viele Leute auch schon psycho-onkologisch begleitet und in ihr, das ist so eine richtige Vision, die da entstanden ist und die brennt richtig dafür, das ist so cool, dass sie das gemacht hat und ja, die hat dann, ich habe den Faden verloren. die hat das auf jeden Fall jetzt so ins Leben gerufen, dass sie gesagt hat, okay, sie möchte jetzt wirklich mit Leuten das machen und hat sich da erkundigt, ob es das schon gibt und hat dabei herausgefunden, dass es so einen Kongress in der Art wohl noch nicht gegeben hat, dass tatsächlich wirklich Ärzte dabei sind. Und wirklich diese ganze bunte Mischung, da sind teilweise Leute aus dem Pflegebereich sind mit dabei, da sind auch ganz süß, was Handwerkliches ist mit dabei. Wirklich, es ist für alle total wichtig, dieses Handwerkliche, etwas fühlen und wieder im Leben sein. Ne? Das, ja, es sind Coaches dabei, es ist wirklich für alles gesorgt in dem Moment. Und das ist einfach das Coole, dass man wirklich sich überhaupt mal ein Bild machen kann, was gibt es denn für Möglichkeiten, was ich alles machen kann, um einfach wieder diesen Lebensmut zu bekommen. Ne? Weil spannenderweise ist es ja auch oft so, dass man über so eine Krankheit sich selber mal die Frage stellen darf, will ich überhaupt leben? Weiß ich überhaupt, was Leben ist? Habe ich dann richtig Mut, um zu leben? Das ist so das Spannende. Ja. Ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch ein paar Stunden, glaube ich, noch weiterreden. Ja. Das Thema nämlich auch. Also ich finde das wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, dass man merkt so richtig, wie Andrea Heckmann das so ins Leben gerufen hat, weil es ist wirklich, es leuchtet und es will an die Leute. Und ich werde es mir auch auf jeden Fall mit anschauen. Für die, die das jetzt hier alle sich anschauen, teilt es bitte, bitte sehr, sehr gerne an jeden, den ihr kennt, an jeden, den ihr denkt, dass diese Info wichtig sein kann. Ich werde mich auf jeden Fall anmelden. Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten nochmal mit reinnehmen, dass sich jemand auch bei dir direkt melden kann. Du bietest das Coaching, glaube ich, auch nicht nur in der Schweiz an, sondern du kannst es auch telefonisch oder via Internet machen, sodass jeder, egal wo ihr gerade seid, ihr könnt euch alle bei Sabine melden. Oder bei demjenigen Experten, der gerade für euch am besten in Frage kommt, wenn ihr euch diesen Kongress einfach anschaut. Und bitte, Leute, teilt, was das Zeug hält. Es ist so wichtig, dass diese Begleitung und dass diese Message einfach wirklich in die Welt rausgebracht wird. Das ist einfach sau wichtig. Also ja, man kann es nicht anders sagen. Also tut es. Ja, macht es einfach, weil selbst wenn es euch nicht hilft, vielleicht, wenn ihr das teilt, sitzt da irgendjemand und der denkt, oh, mir könnte das helfen oder hat irgendjemanden. Das heißt, seid mit diesem Video bitte nicht sparsam mit dem Teilen. Gebt es einfach weiter raus in die Welt. Das Ding muss in die Welt. Ja. Und wenn es nur jemand ist, was ich auch in den letzten 2 Jahren mal mitbekommen habe, ist einfach auch so, wenn ihr jemanden kennt, der einfach mit dieser Angst vor der Angst auch lebt. Ja. Das ist also allein dieser Prozess. Davor, ne? Bevor man diese Diagnose überhaupt hat, die Angst, ja, eigentlich total verrückt, aber Wahnsinn. Mhm. Ja. Ja, Wahnsinn, was es da alles gibt, ja. Mhm. Hast du noch so eine letzte Message, die du einmal noch mit rausgeben möchtest? Ich so als letzte Message, also ich kann nur sagen, verliert nicht die Hoffnung, findet echt den Mut zu leben und hab vor allem Mut dazu, mit Humor zu leben. Also wenn ich was gemerkt habe über die Erkrankung, dass ich einfach echt Spaß am Leben haben darf. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum wir uns so verstehen, weil das ist, glaube ich, bei uns beiden auch sehr, sehr groß geschrieben und das sollte auch bei jedem groß geschrieben sein. Ja. Wow,
Liebe Sabine, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich über diesen Kongress ausquetschen durfte. Und ja, ich schaue mir das auf jeden Fall an. Guckt es euch auch an. Wie gesagt, ich wiederhole, teilen, teilen, teilen und seid alle mit dabei. Und es lohnt sich. In diesem Sinne, ich stelle nochmal alle Links, ich glaube darunter, ich werde gucken, ob es darunter, daneben oder wie auch immer ist, aber ihr werdet ihn auf jeden Fall alle finden. Und ja, noch einmal vielen Dank und wir hören uns auf jeden Fall und ihr werdet auch bei uns, Sabine, nicht das letzte Mal gesehen haben hier bei Soul Food. Das glaube ich auch. Danke dir. Sehr gerne. Bis dann erstmal. Tschüss. Tschüss.